Weiter. So, der Stier aus Bronze. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter, oder was? Ah, es geht hier hoch. Und wieder mal ein anderes Setting vom Level-Design her. Bisschen düster gerade. Los, geht die Sonne unter. Ja, schräg sieht's auch gut aus. So, weiter. Oh, das sieht ja hier aus wie eine Mundhöhle. Lecker. Der muss mal zum Zahnarzt. Wie die Zähne aussehen. Ah, ein Speicherpunkt. Ja, das letzte Mal, als wir ja gespielt haben, war ja auch wieder ein bisschen frustig mit dem Level-Designer. Durch diese Feuerflugdinger. Mal gucken, was Agony jetzt für uns hat. Oh. Großes Flugvieh. What's going on with you, Nimrod? You should know this place better than any of us. Your life inspired us to create this madness. You should be proud of who you are. I didn't taste someone this meaningful for a long time. Climb to me, King. Wir brauchen eine Fackel. Ach, nee. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn ich es schon sehe, kommt mir schon die Galle hoch. Gehen wir lieber hier lang. Das ist auch schon irgendwie so ein Kackvieh. Wollen wir jetzt hier vorbeikommen? Warum ist hier nirgendwo eine Fackel? Ich will die Statuen haben, verdammt. Links kommen wir nicht weiter, da ist ein Vieh. Rechts kommen wir nicht weiter, das ist das hässliche Vieh. Und wir müssen da an die andere Stelle rein. Ich gucke erstmal lieber hier. Oh, eine Blutwand.
brauche ja nur eine Fackel. Was ist das denn da oben? Coole Lampe. Da kriegen wir bestimmt auch keine Fackel durch, ne? Ach, dann halt nicht. So. Ach, ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr zurück, wenn wir da durch sind. Ich versuche den Weg nochmal mit den Dämonen. Ach, das ist eine Kackschlange. Oh, ich gehe erstmal hoch. Ach, du Backe. Hier gibt es aber keine Fackel. Gut, dann gehen wir weiter. Wenn ich das so sehe, hätten wir doch eher schwimmen sollen. Das hört sich auch nicht gut an. Ja, ich gehe ja schon. Nur eine Fackel. Ah, da oben. Ja, wart ab, wenn ich gleich die Fackel habe. Ich brenne euch nieder. Yes. Kann ich euch überhaupt töten? Irgendwie nicht. Passiert. Boah, ich geh da wieder weg. Da kommen wir nicht durch. Ich geh hier einfach mal durch. Kann den Kopf nicht abziehen. Die krabbeln auch echt doof mal in der Luft. Ja,
da gehe ich jetzt auch nicht so lang. Alter! Alter, ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet. Boah! Die haben mich gerade richtig überrascht. Oh, also ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass ich mich hier richtig erschrocken habe im Spiel. Alter Schwede. Jetzt haben wir wieder keine Fackel. Das ist auch wirklich zum Weinen. Super, Flugviecher, Flugviecher. Ach toll, jetzt müssen wir uns auch wieder Zeichen merken und ach du Scheiße, alles muss ich jetzt. Ups, fallen irgendwo runter. Soll man sich hier in Ruhe was angucken? Ich falle, Alter. So, guck dir das da an. Wir haben uns ein Zeichen gemerkt. So. Da wischt jemand den Boden mit irgendwie. Ach, Scheiße. Flatterviecher, Krabbelviecher. Ich habe noch nicht verstanden, wo muss ich hin? Da, okay. Haben wir Zeit, um zu malen? So wie der Boden wackelt, würde ich nein sagen. Wenn ich jetzt echt sterbe dadurch, das riecht gleich ein zu viel. Ich glaube, das Zeichen ist es nicht. Versuch's noch einmal. Nope und weg. Ah, da ist so ein Bluten. Roten Blutstaub, der ist nicht gesund, glaube ich. Ohne Notiz. Ah, wenn ich hinkomme. So, während meiner Abwesenheit ist viel passiert. Das stimmt. Gott hat die Zunge unserer Untertanen verflochten. Sie verlieren nun ihren Verstand, da sie sich nicht mit den anderen verständigen können. Die Straßen der Stadt, die einst voller Leben waren, sind nun dreckig, voller Blut und Schlamm. Hunderte Sünder verschlucken sich an ihren eigenen Fäkalien, kratzen an den Wänden und Böden. Die Soldaten ermorden alle, die sich ihren Befehlen widersetzten. Ich höre das Knacken von Beckenboden und gewaltigen Kindern und Frauen. Die Leichenberge quälen aus den Häusern und
ziehen Ungeziefer und Vögel an. Wolltest du dies, Erschaffer der Welt? Bist du so verzweifelt, um mich so aufzuhalten zu wollen? Ich beende diesen Wahnsinn. Ja, ich würde gerne weiterkommen. Wir brauchen, denke ich mal, das richtige Zeichen für die richtige Tür. Brennst du? Brennst du nicht? So, er zeigt doch auf irgendwas, dieser Junge. Aber ich weiß nicht, auf was du zeigst. Und er fliegt weg, okay. Das war doch bestimmt der von hier oben. Ah. Bleib stehen, du Vieh. Können wir die anderen Tiere irgendwie oder Viecher irgendwie angreifen? Bei dem Riesenschädel. Muss ich da rein? Kann ich da rein? Rein so. Schwimm doch. Geheimkammer, toll. Eine Geheimkammer ohne Luft hilft mir nicht viel. Ja, das ist das nächste. Boah, gerade so. Kommen wir jetzt hier raus aus der Geheimkammer?
Was ist hier jetzt so geheim? Das ist eigentlich die Geheimkammer. Die Geheimkammer war bestimmt das unter Wasser. Irgendwie kriegen wir hier nur Damage. Die Heimer regenerieren wir uns. Oder auch nicht. Können wir wieder schwimmen? Von da gekommen? Ich frage mich nur, ob wir uns das Zeichen noch, dieses L, gemerkt haben. Ob es das vielleicht ist, was wir brauchen. Scheiß auf die Geheimkammer. Und ich glaube, die Geheimkammer war irgendwo unter Wasser. Aber da haben wir ja keine Chance mehr, irgendwie uns umzuschauen, weil wir ja zu wenig Luft haben zum Atmen. Und wir sind hier wieder am Anfang. Hervorragend. Los, zerquetschen und weiter. Geh wieder raus. Okay, den Apfel hatten wir vorhin nicht. Eine Fackel hat man aber nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Wir hatten noch eine andere Möglichkeit, wo wir langgehen können. Ah, das ist ein schlechter Augenblick gerade. Achso, das war ja die Unterwassergeschichte. Okay. Schwimmen wir hier mal lang? Ich glaube, wir sind nämlich letztes Mal nämlich da anders hochgegangen, wo wir gerade waren mit der. Die Ausdauer geht doch und der schwimmt nicht, der Junge. Dann kommen wir auch durch so einen Zahnbrunnen raus. Jetzt kriegen wir wieder Schaden und verrecken. Oh, komm hoch. Ja, genau dieselbe Stelle wie gerade eben auch. Ja, hier irgendwo am Rand ging es doch hoch. Oh, los. Hopp, hopp. Ah, jetzt ist hier auch eine Schlange oder was? Hast du diese Kackschlange? So, hatten wir jetzt noch das Symbol? Ja. Das ist dicke L. Ach, das muss es doch sein. Ist es auch nicht. Ah, Schlange! Also, hier war ja das L, ne? Vieh kommt
da oben runtergesprungen. Das ist echt doof. Da kommt die nächste Schlange. Nehmen wir uns erstmal eine Fackel. Und weg, 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 weg. So. Das haben wir hier abgefackelt. Der zeigt auf geradezu, dass wir da wahrscheinlich hin müssen oder was? Da ist noch ein Busch. Netze. So, was haben wir jetzt nun hier? Er zeigt in diese Richtung. Da kann sein, dass da... Ah, da. Dahin. Oben wischt doch jemand mit dem Baby den Boden. Nein, hier, der Staub. Na komm, das muss es jetzt sein. Ja, an zwei sind wir schon vorbeigelaufen. Oder ich müsste jetzt mit der Fackel zurücklaufen, aber da habe ich irgendwie nicht so das Interesse. Tja, wie kriegen wir jetzt den Dämon da weg? So, zeichnen. Zwei. Und schnell rein da. Oder vielleicht auch nicht zu schnell. Da ist die Statue. Statue. Das ist die Pestkammer. Okay. Das heißt, wir sollten nicht so allzu lange bleiben. Okay, das wird echt bunt. Ach, Dämon. Statue, nimm doch, Mensch. Wo ist der Riese hin? Ah, hier geht's hoch. Ich denke mal, hoch ist richtig. Arthur, ich mach mal die Mütze ab. Everything.
Hat das komisches im Gesicht, okay. Da müssen wir rüber. Da gehe ich aber nochmal an die Seite hier. Statue! Und ein Fähigkeitspunkt. So. Fähigkeiten. Das haben wir ja voll. Und wir haben sogar 3 Punkte. Cool. Guck mal, da eins hin, da eins. Verringert die Geräusche. Ach komm, dann verringern wir weiter die Geräusche. Bestätigen das. Yep. Und weiter geht's im LSD-Pestland. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, auf Unterkammer bestimmt. Das heißt. Hä? Oh, no. Und shit. Und shit. Ich habe zu spät gesehen, dass da die Mauer aufhört. Also warten wir auf den Dämon. Uhu, hallo hier. Wir sind hier. Chicken Nuggets. Rennen wieder vorbei. Wieder hier hoch. Wenn wir darüber. Wenn wir da nicht hin müssen, gibt es doch bestimmt irgendwas, ja? Ein quasi ein Leben, den wir einnehmen können, aber sonst nichts. Okay. Juhu! Hey! Tschüssen Sie können's! Beautiful Cathedral. How much longer do I have to wait for you, my soul hunter? There are many paths that can lead you to me. Take advantage of your position. Murder and mutilate anyone who stops you on this journey. This place feeds on pain and suffering, just like your Babylon. Enjoy the power I offered you. Find your way through the wasteland. And savor the taste of blood. We are waiting for you, beloved. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt einfach runterspringen, oder? Nehmen wir die Treppe. Da ist ein Dämon. Wollen wir mal nicht vorbei. Was ist das denn? Fuck! Nicht das Vieh schon wieder. Ich hasse es. Aber wenn es oben brennt, gehen wir unten lang. Nimm mal die Statue, wir gehen schnell weiter. Der platzt sogar zweimal oder was? Nee. Ich denke, jetzt wieder heil und dann platzt er wieder, der Ärmste. Ich glaube, oben wäre mir doch sympathischer gewesen. Filled with the sound of suffering and agony.
My love, what you've done to this place. Make them scream even louder. Schlechte Idee. Ich hasse dieses linke Ding und rechts kommen wir auch nicht vorbei, oder? Weggeworfen. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Oh, ein Gemälde. Und ein Kopf. Und die Notiz. Holla die Waldi, hab ich übersehen. Scheiße, ich glaube, wir müssen gleich wieder zurück. Ja. Statue. Also mittlerweile kommt es mir vor, als ob wir die Statue hinterhergeworfen bekommen. Am Anfang haben wir die kaum gefunden, da ist auch noch was. Glänzt aber nicht, das können wir wahrscheinlich nicht kaputt brennen. Ja, dann müssen wir doch wirklich wieder da raus. Nicht einladend aus. Okay, kleine Spinne. Anyways, before her arrival, everything was different. What else can we do to change it? Before leben. My son and my daughter. My son and my father. Wieder eine Statue. Also wir brauchen noch 5 Körperteile wahrscheinlich. Was ist das? Schwebende Statue. Sieht irgendwie schon komisch aus, so mit dem Riesenauge und den Händen. So, wir haben von oben runtergekommen wahrscheinlich, okay. Gibt's denn hier was? They are the ones who create this place. Everything that you step over, everything you touch, human remains, nothing more. Hier eine beschissene Statue. Nicht gesehen. Rechts. Ja, wollen wir mal rechts. Hier sind wir hinter Gittern. Okay, rechts ist doch irgendwo. Ja, ruhig. Dann gehen wir mal noch.
weiß hier nicht. Hä? Was ist denn? Oh ja, okay. Ist so dunkel. Ich. Hä? Jetzt sind wir wieder oben. Mal langsam wieder ein Safe Point. Okay, das scheint die Wüste zu sein, die wir finden sollten. Ich glaube, hier mache ich mal einen Break. Würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.